Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter. Ja, dann werden wir mal weitermachen. Und uns wurde gerade eben über Funk gesagt, wir sollen doch bitte den Sammelpunkt erreichen. Und da werden wir jetzt einfach hinlatschen. Und ja, man sieht irgendwie ist so die Stimmung hier ein bisschen, ja, sag ich mal, bedrückend. Also so Abenddämmerung. Bei uns ist. Bei uns ist inzwischen abends. Sprich schon. Ja, nicht Nacht, aber es wird dunkel, man sieht es. Fick dich, ey. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, komm, leg mich das. Oh. So, dann. Ach so, wir sollen ja. Ich meine, jetzt einfach erstmal hier so. Campen. Hallo? Böser Baum. Ich suche mir jetzt einfach mal hier so den. Bin unterwegs, Junge. Tot. Braun hat's erwischt. Schade, dass man die Waffe nicht aufnehmen kann. Das kotzt mich jetzt ein bisschen an. Aber weiß ich gar nicht, ob das auch bei den anderen Ghost Recon Teilen so ist. Da kann ich leider nichts Genaueres. Nichts Genaueres zu sagen und also ich distanziere mich da mal ein bisschen. Zu. Halt doch mal die Fresse, Mann. Du hässlicher Pi. Noch einer ist. Jetzt aber. Wow! Das geht bestimmt wieder in die Hose. Das habe ich schon gesagt. Ich wusste es. Ich wusste es, dass das in die Hose geht. Das geht sowas von in die Hose. Naja. Ist gar nicht gut, wenn man jetzt rausguckt, dann wird es langsam voll dunkel und bah, einfach nur Kacke. Und es sieht so aus, als. Oder ich denke mal, es wird auch heute eventuell gewittern. Und also mit Sicherheit wird's gewittern. Pow, Junge. Steht hier dran Frotze. Fbsblasi. Ey, wer war denn das jetzt, Junge? Das ist doch auch unmöglich, ey.
Das ist aber sowas von unmöglich. Wir springen ihren eigenen Teamkameraden in die Luft, Junge. Ja, die müssen Nerven haben. Aber was irgendwie mir komisch vorkommt, dass das Spiel jetzt nicht mehr so. Sonst hat es ja mal so ein paar kleine Hänger gehabt. Aber jetzt hat es irgendwie sich größtenteils gefangen, möchte ich mal sagen. Aber das weiß ich nicht, woran es liegt. Okay, dann warten wir mal auf hier, auf diese komischen. Nein! Ich hab nicht gesagt. Nein, wehe, 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 wehe! Die sagen Angriff und zerstören dieses hässliche Auto, Junge. Die können nun schon 10 Kilometer sonst wohin schießen. Nein, die müssen ausgerechnet mich treffen. Ach ja, über was regt man sich nicht alles auf, ne? So, wisst ihr was? Wenn die mich jetzt nur einmal angreifen, ey, dann raste ich total aus. Ich werde mich jetzt einfach hierhin positionieren und dann eine volle Bude draufhalten. Erstmal gucken, wann die kommen. Oh, die kommen schon, die kommen schon. Oh, wow, verdammt. Na, komm schon. Wisst ihr was? Ich bin ja sauber und sicher meine Umwelt. Deshalb bin ich auch für Altmetall BZW Schrottverwertung. Ich will die ganze Zeit hier irgendwelche Fahrzeuge umkurven. Ich denke doch. Ja, so kann man sich das auch das Leben schwer machen, indem man sich einfach seinen Weg verbaut. Das ist top Sache. Okay, also das wird doch ein bisschen spezieller als gedacht. Genauso meine ich das. Ich kann euch sehen. Guck mal, dich auch. Wow, Junge. Läuft ja wie gesprenkelt heute. Hier, guck mal. Bumm. Abschuss bestätigt. Das kenne ich irgendwoher. Ohne jetzt mal zu flamen, aber. MW3. Ah ne, Flame. Nein, das, ich hab's jetzt wieder verwechselt, aber ich spoil einfach mal und sage. Oder. Naja, spoilern ist es ja auch nicht, sondern einfach nur darauf hinweisen. MW3. MW3. Gut, ich kann aufhören. Ich habe nur 9 Schuss. Gut, jetzt habe ich nichts mehr. Die haben keine Munition dabei. Scheiße. Kontakt, du Junge. Boah, die schießen. Guck mal hier. Boah. Du musst dich auch direkt davor stellen, du Hans, Junge. Meine Fresse, nee. Ich hasse sowas, so durch enge Häusergassen zu gehen, das ging mir zum Beispiel schon bei BF3 übelst auf den Sack.
Das konnte ich da schon nicht leiden. Schon wieder. Was? Ja, versagt, versagt, versagt. Juhu! Ich habe versagt. Das muss ja so sein. Das muss ja so sein. Ohne Versagen geht's ja heute nicht mehr. So. Ah, Mann. So, jetzt wollen wir ihn noch mal voll eins auf die Fresse geben, wa? Kein Freund in Sicht, weißt du? Es könnte sein, wenn ich die jetzt abschieße. Bewegung abgeschlossen. Nu, komm. Nein, er ist tot, hat er gesagt. Oh, verdammt. Das ist natürlich nicht so gut. Was? Nein, 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 nein. Die fahren einfach weiter. So strange, wie sie sind, aber die fahren weiter. Die kriegen wir niemals, Mann. Leute, Leute, ich habe eine Idee. Da war das. Sir, Bewegung, Sir. Okay, dann bewege dich mal. Ich mache jetzt nämlich immer so Dach. Mission aufs Dach, ey. Schnieke. Das ist ergonomisch. Ich kann die von hier oben bedienen. Ah, du kommst mir her. Das ist sehr gut, dass ich die so top managen kann oder dadurch managen kann. Yep, und ich bleibe unverletzt und wenn die sterben, dann ist es nicht, ist es zwar schlimm, aber naja. So, nun geht mal aus dem Weg hier. Ich will mal ein bisschen Fahrzeuge kaputt machen, denn das zählt ja auch. Ja, wir müssen irgendwie denn hier so die. Die Straße runter. So. Oh, die Granaten sind aber hammerhart, Junge. Kling. Das sind geile Straßenlaternen. Hammerhart. So, und ich begebe mich jetzt mal zu den Leuten dahin und dann werde angegriffen. Dann macht den Typi fertig. Wie viel ist es denn noch bis zum Abwurfpunkt? Ich kann 250 Meter, naja, Meter, Meter. Ich werde beschossen, naja, das hat man ja schon mal. Was wird denn daran so schwierig sein? Guck mal, den kriegt ein kleines Kind hier. So, jetzt muss ich mir nur noch einig werden, wo ich lang gehe. Ich werde wahrscheinlich hier lang müssen. Boah, Mann, ob ich das in der verbleibenden Zeit noch schaffe, wahrscheinlich nicht. Nu, lauf ein bisschen schneller, komm, los. Das ist ja einfach gewesen. Bist du jetzt mal ruhig hier, schieß dir ins Bein.
Ah. Luftschlag. Oh Mann! Ja, und wo soll ich hin? Der hat irgendwas gelauert von Flugabwehrstellungen. Finden mit Hilfe. Finden, zerstören Sie mit Hilfe der Flugabwehr die Luft unterstützt. Die Flug oder. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Oh, überall wirst du hier beschossen, ey. Es kann nicht sein. Kannst du aber ja nicht machen, Junge. Halt den Rand. Da brennen gleich die Container. Muss man nicht sicher sehr wundern, dass gleich die Container brennen. Kontakt! Tot! Und ich bin auch tot, Mann. Ein Captain ist getroffen. Smishy, Junge, der hat voll eins in die Fresse bekommen. Hoffentlich bin ich jetzt bei der Luftabwehr. Bin ich bei der Luftabwehr? Oder, also bei Luftschlag? Ich bin hier irgendwas. Naja, dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, es hat euch gefallen und man sieht sich beim nächsten Mal. Ciao, euer Chris.